Hallo ihr Lieben, ihr bekommt jetzt mal ein Video, wo ich euch so ein bisschen zeige, welche Foods in den USA ich, wenn ich hier bin, regelmäßig konsumiere, gerne esse. Nicht unbedingt die krassen Foodporn-Sachen, dazu kann ich nochmal ein Video machen, weil das ist nichts, was ich on a daily basis esse, mal abgesehen von Eis, sondern so neben Eis, Eis kommt am Ende auch noch, also stay tuned, eben vor allem solche Sachen wie Kaffee, seht ihr hier zuallererst, die ich täglich trinke und was es hier gibt und was ich auch oft mitnehme danach, aber eben auch hier konsumiere, ist Kaffee mit so Geschmack drin. Finde ich irgendwie total genial. Manche sind ein bisschen daneben, also so gerade so Maple-Sachen. Ah, ist immer voll schwierig und kann schnell auch zu künstlich sein, aber so Vanille und Gingerbread, genau. Manche gibt es auch richtig geile Pumpkin-Spice-Sachen. Ich kriege Pepper mit Mocha, wenn nicht so meins, aber ja, da gibt es ziemlich geile Sachen. So, und dann seht ihr hier Fat-Free Cottage Cheese. Ich liebe den Cottage Cheese in den USA, der ist so richtig chunky. Ihr wisst, ich liebe Chunks einfach. Und dieser Cottage Cheese, der hat einfach solche riesen Stückchen drin. Ich zeige die euch gleich. Ihr seht hier, die Nährwerte sind eher ähnlich wie bei Cottage Cheese in Deutschland. Aber der ist irgendwie hier viel salziger. Ich glaube, in Dänemark gibt es auch einen Cottage Cheese, der so in die Richtung geht. Ich liebe es total. Ja, schaut es euch gleich mal an, wenn ich euch zeige, wie ich den versuche aufzumachen. Das ist jetzt von der Publix Eigenmarke in einem ziemlich großen Becher. Da steht sogar Small Curd drauf. Ich weiß nicht, wenn es Big Curd ist, ob es dann noch größere Stückchen hat oder was das bedeuten soll. Die gibt es auch von Marken. Ich habe jetzt halt hier eine günstigere Eigenmarke genommen. Aber ja, feel free da irgendwie alles Mögliche zu probieren, wenn ihr auch Cottage Cheese so liebt. Aber ich finde, es ist nochmal so um Welten besser. Und ich versuche euch hier die ganze Zeit irgendwelche großen Stückchen zu zeigen. Irgendwie sind die in der Kamera nicht so gut zu sehen. Deswegen gleich nochmal ein bisschen rumgerühre in meiner Schüssel. Und meistens mische ich das dann tatsächlich noch mit ein bisschen Milch, die ich euch nachher auch noch zeige, welche ich hier immer trinke. So eine Mandelmilch oder Cashewmilch meistens. Und dann kommen diese Stückchen einfach noch mehr raus. Und da habe ich jetzt ein großes Chunk gefunden und es ist einfach so geil. Vor allem mit dieser leicht salzigen Note. Hier kommt die Milch, die ist auch so ultra creamy hier, die vegane Milch. Ja, schaut es euch an. I love it, wirklich. So, ich teste gerade diverse Mikrofone aus. Davor habt ihr das Mikrofon von Rode gehört. Jetzt habe ich das MacBook interne und mal schauen, welches ihr besser findet. Aber hier geht es natürlich nicht darum, sondern das hier sind Hefeflocken. Das ist ein Produkt, das gibt es auch in Deutschland. Aber irgendwie ist es hier noch würziger und geiler. Und da ist nicht irgendwas an Geschmacksverstärkern drin, feiere ich total, kaufe ich meistens bei Trader Joe's. Was ich auch bei Trader Joe's kaufe, sind Veggie-Mixe. Generell alle meine Gemüsesachen, egal ob tiefkühl, frisch. Kaufe ich immer bei Trader Joe's. Ihr seht jetzt meine Auswahl von denen, die ich hier so kaufe. Ja, was ist das hier? Kale, eine Paprika, ein Salatmix. Dann, ich liebe diese ganzen vorgeschnittenen. Es geht einfach so schnell, das zusammenzuhauen. Die sind qualitativ auch wirklich immer noch super frisch. Trader Joe's ist quasi das Aldi der USA. Also es ist Aldi, die gehören ja auch zusammen. Und dieser Kürbis, oh mein Gott, der heißt Kabocha Squash. Ich liebe den so sehr. Das ist, der ist nicht genau wie Muskatkürbis. Wenn ihr hier seid, probiert den einfach mal. Der ist so richtig starchy und sowas von lecker. Also ja, kann ich euch einfach nur empfehlen. Ich habe den in New York kennen und lieben gelernt. So, und ich bin der Meinung, dass das von Rode irgendwie geiler war. Deswegen mache ich jetzt auch weiter damit. Irgendwie hat es eine bessere Geräuschunterdrückung und die Stimme wirkte näher. Das hier sind Low-Calorie-Soßen. Ihr seht Skinny Girl, Walden Farms. Ja, alles Sachen, die sind super gestreckt mit allen möglichen Süßstoffen und anderen Füllmitteln. Kann man machen, muss man nicht. Könnt ihr dazu meinen, was ihr wollt. Aber ich kaufe auch in Deutschland mal diese Low-Calorie-Soßen. Deswegen kaufe ich die auch hier gerne. Und sowas wie von den ganzen Supplement-Marken gibt es hier nicht. Deswegen, ja. So, das hier sind Protein-Bars von Fiber One in dem Fall. Sind nicht die geilsten, aber für so einen Snack zwischendurch kann man das machen. Hatte ich eine ganze Weile nicht mehr, aber ich früher oft gekauft. Das gleiche gilt auch für diese Brownies. Obwohl die kaufe ich mir, glaube ich, mal wieder. Die mag ich auch noch ein bisschen mehr als die Softbaked. Die sind beide Softbaked, sorry. Als diese Cinnamon-Dinger. Und die gibt es auch noch mit Birthday Cake eigentlich. Also feiere ich schon ganz, 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 ganz. Ja, kann man machen so als Snack zwischendurch. Aber Zucker haben die trotzdem. Oh, jetzt wird hier wieder gebaut. Das muss ich wahrscheinlich wieder nachher weitersprechen. Ihr werdet es, aber Keto-Cereals. Das sind jetzt keine Keto-Cereals, die sind einfach nur Sugar-Reduced. Aber ich mache auch nochmal ein Video zu richtigen Keto-Cereals, so wie Magic Spoon und die quasi wirklich fast mehr Protein als Carbs oder Fett haben. Da seid ihr auf jeden Fall dabei. Aber diese etwas gesünderen, die ihr eben gesehen habt, das ist eine Marke, die ich mag, mische ich ihr dann eben gerne mit so einem ungesunden Zeug, wie hier diesen Frosted Flakes oder auch die Cinnabon heißen die in den USA. Da gibt es so wie so Cinnabon in Mini in Cereal Form. Reese's Sugar Free mag ich total gerne, habe ich auch als Snack gerne oder mische ich mir noch als
ja, in Pints rein, als Extra-Mix ins Russell Stover oder Stover, kann man auch machen, hat mich noch nie so überzeugt. Hershey's Sugar-Free ist quasi einfach eine zuckerfreie Schokolade, was ich aber sehr liebe und die manchmal wirklich Lifesaver für mich sind diese hier, die zuckerfreien. Zeige ich euch vielleicht nochmal gleich, wie die ausgepackt aussehen, nämlich echt Zwettelsorten. Jetzt kommen wir zu den Milchsorten. Also meine Lieblingsmarke ist tatsächlich Silk, sowohl die Cashew Milk, immer mit Vanille und unsweetened, oder eben die Mandelmilch. Aber ihr könnt auch so eine Eigenmarke, wie zum Beispiel hier die Almond Unsweetened Vanilla von Trader Joe's. Okay, ich mache später weiter mit dem Voice-Over. Ja, wie eben die hier von Trader Joe's, es gibt die aber auch von Publix oder diesen ganzen anderen Supermärkten, Whole Foods, 365, die haben alle so günstige, die so um die 2,99 für knapp 2 Liter kosten. Das kommt nämlich hier meistens im Quart, also das ist fast doppelt so viel. Oder eine Gallone, keine Ahnung, eine halbe Gallone. Ich glaube, ein Quart ist das, also quasi fast ein doppeltes Liter-Ding. Genau, oder halt Silk im Angebot. So, und das ist eins von diesen Wassern, die ich hier sehr gerne trinke. Ja, auch da sind wieder Sucralose und Süßstoffe drin, muss man abkönnen. Aber ich mag sehr gerne vor allem die Cherry-Sorten. Und was ich da für mich entdeckt habe, und da seht ihr jetzt gleich einen Clip, wo ich das zum ersten Mal probiert habe, ist Zoa Energy. Wow, kann ich euch absolut empfehlen, wenn ihr es mal findet. Und da wir immer noch bei Getränken sind, wollte ich einfach mal diese Riesengröße zeigen. Ich glaube, da passten auch so 1,5 Liter rein oder so. Also ja, daneben meine Coke. Tagine ist ein Gewürz, was ich hier sehr gerne esse. Ganz kurz so for random. Und jetzt kommen wir zu Marmeladen und Fruchtsachen oder Aufstrichen. Die habe ich ganz gerne, vor allem wenn ich mir irgendeine Art von Peanut Butter Jelly Sachen mache, diese zuckerfreien Marmeladen. Dann eben am liebsten mit irgendeiner Justin's Nut Butter. Peanut Butter natürlich auch super geil, vor allem Peanut Butter Jelly. Und das dann auf so einen Bagel. Am besten einen frischen. In New York gibt es halt super geile Bagels, aber auch die hier, vor allem Cinnamon Raisin. Allein wenn man schon diese Abteilung immer reingeht, riecht es so geil. Es gibt die auch mit Protein und so, die zeige ich euch danach nochmal, aber es ist nicht so ein Riesenunterschied, also ihr könnt auch die normalen kaufen. Aber das getoastet mit Peanut Butter Jelly drauf, Leute, probiert es, das ist der absolute Hammer. Auch noch geiler als New York Style Cream Cheese Bagel, meiner Meinung nach. Was ich auch gerne habe, liebe Grüße an Fabienne, falls ihr das Video jemals schaut, hat sie mir 2017 das erste Mal gezeigt in den USA, ist diese Firma Flat Out. Die hat alle möglichen Produkte. Ja, finde ich voll geil, sich damit Wraps oder auch so belegte Pizzen oder sowas zu machen. Und auch Egg Wraps mag ich sehr gerne. Die gibt es bei Trader Joe's wirklich nur Eiweiß und sowas und in anderen Supermärkten
aber da habe ich jetzt leider kein Video von. Smart Pockets liebe ich auch total. Das ist so ein bisschen wie Pita-Taschen, aber irgendwie anders. Und irgendwie haben die so einen geilen Eigengeschmack. Und die mixe ich mir auch total gerne einfach mit Gemüse. So, und dann natürlich Oreos. Nichts, was ich total oft esse, aber so zum Snack, so Sondersorten wie zum Beispiel diese Snickerdoodle gerade. Chocolate Hazelnut ist quasi Nutella. Total geil. Oder auch Peanut Butter, Chocolate und alle möglichen, also schon ganz cool. At the moment you've been all waiting for, Eis. Ihr seht zuerst jetzt mal mein Eisfach zu dem Status. Jetzt gerade ist es nochmal voller, weil ich bestellt habe. Das seht ihr in meinem nächsten Weekly Vlog, wo ich bestellt habe und so weiter. Aber das war da current state of the art. Ist immer eine gute Mischung aus so super low calorie Dingen, also so im 300-400 Kalorien Bereich. Dann so Mittelkalorien Dingen, so wie Half-Baked Froyo oder so etwas luftigere Pints einfach und dann higher calorie wie Peanut Butter Half-Baked, ganz normale Ben & Jerry's, Salt and Straw, alle möglichen Häagen-Dazs, anderen Marken, aber Häagen-Dazs esse ich echt kaum in den USA, also hauptsächlich so Ben & Jerry's Sorten, die ich total feier und die es nur in den USA gibt, sowohl vegan als auch Dairy oder halt Craft Ice wie Salt and Straw, Café Panna, The Social Brooklyn, wo auch immer ich dann eben noch bestelle oder was in der Nähe ist. Salt and Straw gibt es halt lokal in Miami, in New York würde ich zu Café Panna gehen, zu The Social, zu Ample Hills, solchen Sachen. Oder ich bestelle mal bei irgendwie dieser neuen Ice Cream Brand von Tyra Banks. Was ich auch sehr gerne mag, ihr seht jetzt einfach nur diesen Mix hier gerade als Sample, sind die ganzen Cookie Dough Chunks. Da gibt es noch so viel geilere Sorten hier und auch so Mixes, wo noch Frozen Peanut Butter Cups und sowas drin sind. Oder S'mores Mixes mit Marshmallow gefüllten Cups noch zusätzlich zu Cookie Dough. Alles von Ben & Jerry's auch sehr geil. Milk Bar hat jetzt auch solche so gut. Die heißen dann aber Better Bites. Ist aber nichts anderes als Cookie Dough Chunks. Und hier seht ihr jetzt mal eine kleine Auswahl. Ich glaube, das war im Publix. Bei Ben & Jerry's warte ich eigentlich auch immer, bis die irgendwo im Angebot sind. Aber Milk Bar sind auch so Higher Calorie Pints, die ich total feier und echt gerne esse. Da war ich gestern im Whole Foods, habe noch krassere Sorten gefunden. Chocolate Birthday Cake. Aber ansonsten liebe ich einfach nur das Cereal Milk, wo ich mir extra noch Chunks reinmache. Oder das Birthday Cake. Und bei Ben & Jerry's meine All-Time Favorites sind The Tonight Dough und Peanut Butter Half-Baked in den USA und vor allem das vegane Peanut Butter Half-Baked und Tonight Dough. Irgendwie hat die vegane Basis was. Die gibt es aber meistens nur bei Target. Dieser hier hatte, glaube ich, auch noch Tonight Dough und vegane, seht ihr gleich. Und die anderen, diese Talenti-Sachen und Baskin-Robbins, also da gehe ich echt vorbei. Tut euch sowas nicht an, wenn ihr in den USA seid. Esst geiles Eis oder probiert auch mal sowas hier wie dieses Keto-Eis, weil sowas haben wir einfach nicht. Fairlife ist auch echt ganz gut von der Basis her. Hier sind nochmal die veganen und daneben seht ihr schon nichts. Das zeige ich euch gleich nochmal. Das beste Low-Calorie aus meiner Meinung nach gerade. Genies ist auch okay, die Basis ist mir ein bisschen zu luftig, aber es gibt schon geile Sorten, also gerade Blackout-Cake, Gooey-Cake und Buttercream-Birthday-Cake. Skillet Cinnamon Roll auch kann man machen. Enlightened ist eigentlich auch ganz gut, da muss man immer nur Glück haben. Manchmal sind die ganz schön freezer-burned, da musst du immer so anfassen, ob da irgendwelche Air Pockets sind. Und auch die Rebel Keto Eis sind richtig gut da unten gerade. Und das allerbeste Eis, ich habe euch schon angeteasert, früher habe ich gesagt, das war Enlightened, jetzt ist es nichts für mich. Und es ist irgendwie nochmal besser als in Deutschland, obwohl in Deutschland mag ich es mittlerweile auch echt gerne. Hello Top würde ich mir gar nicht mehr geben. Und Enlightened eben gesagt, vorsichtig sein. Rebel ist eher so im Mittelkalorienbereich, aber könnt ihr auch mal probieren, wenn ihr wirklich Keto essen wollt, hat eben sehr viel Fett. Und jetzt nochmal ganz anderer Schwenk, so Tofu-Produkte und sowas. Plant-based esse ich eigentlich auch ganz gerne. Da gibt es von Tofurky ganz coole Sachen. Hier gab es jetzt aber nicht so eine gute Auswahl. Und oh mein Gott, Mac and Cheese. Ja, manchmal gebe ich mir so richtig 5-Minuten-Terrinen scheiß Mac and Cheese. Von Velveeta finde ich da am besten auch die 0,2 Fett. Aber auch die anderen sind geil. Und in vegan kann ich euch Annie's richtig empfehlen. Die finde ich auch gut, vor allem diese, die so richtig cheddar cheesy sind. Und ich habe die auch immer lieber in dieser blöden Plastikpackung. Ich weiß gar nicht, geil für die Umwelt, als sowas, was man im Pot macht. Und die von Cheetos, Leute, sind auch ganz geil. Und das sind halt so die Classics hier, die Kraft. Und für alle Leute, die so Collie Mac and Cheese Sachen mögen, das ist das Geilste. Also ich finde es total gut, da gibt es bei Target, kostet aber $6 fast. Also ist ein bisschen viel. Aber das habe ich tatsächlich ganz gerne. Und schaut euch die Werte an, ist echt top. Kleinen Einschub habe ich noch für euch. Donuts natürlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Und das Video habe ich eh vor kurzem gedreht. Schaut es euch einfach an. Und ich habe gerade durchs Fenster da vorne was gesehen, wenn das der Fall ist. Liebe Grüße gehen raus an Sophie. Sie hat mir nämlich bei Instagram geschrieben, dass es so neue Special Krispy Kreme Donuts gibt. Und ich habe die auch schon gesehen, aber die Mall, in der es in Miami Krispy Kreme gibt, ist so weit weg. Ich meinte, ich werde die wahrscheinlich nicht probieren können.
Was ich weiß, ist, dass die hier in dem Publix immer relativ frische Krispy Kreme Donuts so vorgepackt haben, aber halt immer keine Specials. Dann hätte ich mir schon überlegt, mir zumindest mal so einen Sechser von den Classics von Lucky so liebe oder so ein Assorted Ding. Aber was ich eben gesehen habe, war, dass die hier welche von diesen Thanksgiving Limiteds haben. Aber wie es aussieht, sind das jetzt nicht die Special Flavors, die ich gekauft habe, das sind... Ah, verdammt, ich war gerade mega hyped. Und zwar haben die hier Original Glazed Pumpkin Spice Cake. Ja, den hatte ich halt schon. Und ganz ehrlich, Chocolate Iced with Thanksgiving Sprinkles ist einfach nur Chocolate Iced mit einer anderen Farbe von Sprinkles. Also, okay, schade. Ich habe gedacht, die haben diese... Es gibt nämlich auch so Mini-Pumpkin-Filled und sowas. Ich bezweifle, dass die hier im Assorted Dozen drin sind. Aber sonst holen wir uns halt ein Assorted Dozen oder Six Half Dozen. Hier ist Original Glazed drin, Original Chocolate Ice Glazed, Chocolate Ice Glazed with Rainbow Sprinkles, Chocolate Ice Cream Filling, Cake Batter. Ja, In England gibt es jetzt auch vegan. Ich glaube auch hier, ne? Würde mich auch mal vegan interessieren, aber ich glaube tatsächlich werde ich mir dann einfach mal so einen Sixer von den Original Glazed holen. So gut, für die riechen schon so geil. Und in dem Mischpack ist, glaube ich, auch ein Original Glazed. Nee, nicht mehr, doch einer drin. Der Strawberry soll ja auch richtig gut sein. Sonst ist noch Chocolate Ice drin. Chocolate with Rainbow Sprinkles. Der Cream Filled ist auch gut. Ja, aber ich glaube... Boah, doch, ich glaube, wenn, dann würde ich mir erst mal einen Sechser von denen holen. Soll ich das machen? Soll ich das machen, Leute? Und dann, ich finde das ja auch mal richtig geil, damit so ein herzhaftes Sandwich zu machen. So ein Donut-Sandwich mit Käse drauf oder so. Ja, am Ende seht ihr hier nochmal diese Cookie Dough Chunks und meinen Freezer, wie er eben nach dieser Bestellung aussah. The Social habe ich bestellt und Cool House. Dazu kommt, wie gesagt, nochmal was im Vlog. Und die Cookie Dough Chunks sind die Ben & Jerry's Cinnamon. Das Video kommt auch, kleiner Teaser. Ich hoffe, ihr habt irgendwie Freude an dem Video. Schreibt mal drunter, was so eure Go-To-Produkte sind. Nicht unbedingt so Sachen zum Mitnehmen, weil dazu mache ich nochmal ein Video, was ich hier an crazy Food-Porn-Sachen mitnehme. So richtig unhealthy shit. Aber eher, was ihr so jeden Tag in den USA esst, wenn ihr hier seid. Falls ihr schon mal wart. Oder was aus dem Video euch besonders interessieren würde und ihr wahrscheinlich auch jeden Tag essen würdet oder was ihr komplett anders machen würdet, könnt ihr natürlich auch mal sagen.